Ja, ich bin ein Wettkampftyp. Das heißt, im Training lasse ich mich manchmal ein bisschen schleifen. Zumindest meinen das die anderen immer. In Wirklichkeit power ich mich doch schon ganz schön aus. Aber wenn es dann wirklich auf den Wettkampf zugeht, kann ich nochmal alle Reserven mobilisieren und dann am Ende bis jetzt glücklicherweise immer noch gute Erfolge einfahren. Wettkampf hat eine positive und eine negative Seite bei mir. Jetzt negativ, nicht richtig negativ, sondern dass ich vor den Wettkämpfen tierisch nervös bin. Ich will natürlich selber das Größte oder den größtmöglichen Erfolg. Und dafür mache ich mir dann selber schon einen riesen Druck und versuche natürlich die bestmögliche Leistung dann nachher abzurufen. Positiv an den Wettkämpfen ist, dass das meistens nach den großen Wettkämpfen im Jahr, wo wir das ganze Jahr darauf hingearbeitet haben, dass man danach dann halt wirklich mal abschalten kann und man nichts mit dem Sport zu tun hat. Der ist sehr nützlich, also auf der Strecke, am Start und so, also den Start bekommt man meistens immer noch recht gut mit und danach fährt man sich dann in wie so eine Trance, in so einen Tunnelblick rein und merkt halt die Schmerzen und die Erschöpfung nicht. Dadurch kann man natürlich dann auch die Strecke deutlich schneller absolvieren, als sie einem vorkommt. Zwischendurch wacht man im Wettkampf dann immer von dem Tunnelblick wieder auf. Das heißt, bei uns jetzt, bei unserer Renneinteilung ist das dann meistens bei den 500 Metern, wo das Set kommt, um sich nochmal zu konzentrieren. Da guckt man auch nochmal kurz, wo die Gegner sind. Dann fällt man wieder in den Tunnelblick rein, bekommt eigentlich so gut wie nichts mit. Und dann natürlich nochmal beim Endsport wacht man dann nochmal auf und versucht dann nochmal alle Reserven zu mobilisieren.